Moin Moin Hero Maniacs, ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem neuen Overwatch-Video. Ja, und das wird ein Video sein, das vielen Junkrat und Mercy-Spieler definitiv nicht gefallen wird. So haben beide Charaktere über Nacht Nerfs bekommen und auch wenn es sein kann, dass Blizzard natürlich noch Dinge daran ändert, in der Vergangenheit war es meist so, wenn Dinge auf den BTA gebracht wurden, dann hat Blizzard auch wirklich einen Plan verfolgt und nicht mehr so großartig nachträglich dran geschraubt. Ja, während Junkrat's Nerf dabei nicht zu hart reinhaut, sieht das bei Mercy tatsächlich komplett anders aus. Und bei Mercy sehen wir einen wirklich gigantischen Nerf und glaubt mir, das ist wirklich keine Übertreibung. Ja, schauen wir uns ganz einfach mal im Trainingsparcours an, damit ihr wisst, wovon ich spreche. Beginnen wir einfach mal mit Junkrat und dessen Concussion Mine. Ja, diese ferngezündete Mine, ihr kennt sie alle, habt alle schon wahrscheinlich mal geflucht, wenn sie irgendwo gezündet wurde, hat fortan, wenn diese PTA-Änderungen wirklich irgendwann mal auf den Live-Server kommen sollten, abfallenden Schaden. Das heißt, um es einfach zu sagen, die Mine macht weniger Schaden, umso weiter weg sie vom Ziel explodiert. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass Junkrat-Spieler fortan deutlich präziser sein müssen, anstatt einfach nur ihre Minen nach vorne werfen zu können und ja irgendwo auf den Burst-Damage zu hoffen, den diese beiden Minen ja machen können. Es ist also definitiv ein Nerf für Junkrat, der, ich will vielleicht sagen, seine Skillkurve ein bisschen erhöht, denn man muss halt wirklich jetzt gucken, dass die Concussion Mines auch wirklich aufs Ziel gehen, um ein Ziel komplett zu erledigen. Und das ist schon eine sehr interessante Änderung, denn in der Vergangenheit war es ja wirklich so, Junkrat-Spieler haben einfach ihre Minen blind nach vorne geworfen und du konntest einfach davon ausgehen, dass wenn das Ding irgendwo so einigermaßen in den Radius des Gegners ging, dass du dann auch wirklich dein Ziel erledigt hast. Jetzt ist es so, abfallender Schaden ist drauf und ja, Junkrat wird ein bisschen anspruchsvoller zu spielen sein. Ja, kommen wir aber mal zu Mercy und hier muss ich das Pflaster, glaube ich, relativ schnell abziehen, weil Blizzard so hart den Valkyrie Ult genervt hat. Ja, fortan sieht es so aus, dass Mercy im Valkyrie nicht mehr direkt ihre Wiederbelebung erhält und sie bekommt auch keinen extra Res mehr. Ich demonstriere euch das einfach mal, indem ich jetzt hier mal jemanden, diesen Bot wiederbelebe. So, jetzt zünde ich mal mein Ult. Wir sehen, der Cooldown unten läuft noch. Und wie wir sehen, kein Rest. Kein Rest möglich. Ja, auf den Live-Servern ist es ja derzeit so, dass wenn man die Valkyrie Ult einsetzt, dass man quasi direkt diese extra Wiederbelebung bekommt. Oder wenn man noch eine hat, kriegt man eine obendrauf. Ja, es ist eine super krasse Änderung, die Blizzard hier vorgenommen hat. Ich weiß nicht ganz, was man sich dabei gedacht hat. Aber glaubt mir, das ist noch nicht alles. Und möglicherweise ist es euch gerade aufgefallen. Ich muss noch mal ganz kurz den Ulti chargen. So, Ulti ist gecharged. Was euch jetzt vielleicht möglicherweise auffällt, ist, dass Mercy, und das kennen wir ja schon, wenn wir zum Beispiel jemanden ressen, dass es diese neue Casting-Time hat. Die gibt es ja schon ein bisschen länger. Fortan sieht es aber so aus, dass Mercy diese Casting-Time jetzt auch im, wir sehen es hier, im Ult selbst hat. Das heißt, das war vorher nicht so. Wir hatten immer diese Casting-Time, die drauf war, wenn wir ein Ziel gerest haben. Oder was heißt immer, aber jetzt seit dem letzten großen Mercy-Patch, möchte man sagen. Aber es war immer so, wenn man im Valkyrie-Ult selbst gerest hat, dann war das quasi ein Instant-Rest. Wie gesagt, vorher hatten wir die ja wirklich nur, wenn wir jetzt mal hier so einen Bot nochmal sterben lassen, ganz kurz, hatten wir die ja wirklich nur bei dem normalen Rest außerhalb des Ults. Das heißt, ich weiß nicht ganz, warum man die Casting-Zeit jetzt draufgehauen hat. Hier sehen wir es. Aber die Casting-Zeit ist jetzt im Ult drauf. Und das ist natürlich auch eine ziemlich krasse Sache, die Blizzard hier vorgenommen hat. Denn es bedeutet natürlich, dass Mercy, die im Ult ja eh wie ein Weihnachtsbaum leuchtet, dass die noch einfacher rauszunehmen ist, weil sie zumindest für einen kurzen Zeitraum ja während dieses Rests an Ort und Stelle bleibt. Also das ist schon, ja, eine sehr fragwürdige Entscheidung. Ich kann es euch tatsächlich auch nochmal zeigen. Wir können da vorne mal ganz kurz nochmal die Bots wegnehmen, damit ihr diese Casting-Zeit einfach nochmal seht. Dann lassen wir die hier nochmal ganz kurz sterben, wenn sie denn so wollen. So, wir zünden jetzt nochmal ganz kurz unseren Ult. Und wie wir jetzt sehen, Casting-Time. Also das ist schon,
Puh, das ist schon eine interessante Änderung. Aber auch hier hört es nicht auf, Freunde. Denn der Speedboost des Guardian Angels wurde um 50% während der Ult-Phase reduziert. Und möglicherweise ist es euch gerade schon aufgefallen, die Ult-Dauer allgemein wurde von 20 auf 15 Sekunden reduziert. Also, was auch immer Blizzard sich dabei gedacht hat, es ist eine riesige Nerfkeule für Mercy. Es ist eine riesige Nerfkeule. Wie gesagt, ich fasse es für euch gerne nochmal zusammen. Also kein zusätzlicher Rest, kein Instant Rest im Ult. 50% langsamer. Dazu der Ult 5 Sekunden langsamer als vorher. Es sind krasse Änderungen. Man kann es einfach nicht anders sagen. Wir müssen uns nichts vormachen. Mercy hat ohne Frage die höchste Pickrate in Overwatch. Von allen Helden. Mercy ist unglaublich populär. Mercy ist immer noch, trotz der ganzen Änderungen, die sie in letzter Zeit widerfahren hat, immer noch unglaublich stark als Heilerin. Also diese Kettenheilung ändert sich nicht. Der Damage Boost ändert sich natürlich nicht. Die hat einfach riesiges Heilpotenzial und daran ändert sich nichts. Aber woran Blizzard halt wirklich hart schraubt, ist der Rest. Und es wirkt in gewisser Weise fast so, als möchte man nach und nach wirklich den Rest outphasen, dass man den rausnehmen möchte, dass Blizzard gar keinen Bock auf diesen Rest hat. So wirkt es für mich so ein bisschen. Und ja, das sind die Änderungen, Freunde. Das sind die Änderungen. Ihr habt sie gesehen. Geht gerne mal in die Kommentare, sagt mir, was haltet ihr davon. Mich würde auch mal interessieren, habt ihr als Mercy-Spieler überhaupt noch Bock auf den Charakter, wo der so hart geändert wurde? Mercy, wie gesagt, ist noch immer populär, daran hat sich nichts geändert. Aber gerade wenn ihr diese Änderungen jetzt seht, dass, naja, ihr noch mehr Sitting Duck werdet, wenn ihr den Ult zukünftig habt. Denn man muss sich ja immer überlegen, wenn man zukünftig jetzt den Ult zündet, wo man nicht mehr diesen extra Rest hat, wo der nicht direkt zurückgesetzt wird, man muss sich ja immer überlegen, wann setze ich den Rest jetzt eigentlich ein? Also nutze ich den Rest direkt am Anfang und werde quasi direkt ein Ziel, dann kann ich mein Team halt nicht mehr heilen? Oder wie gehe ich da jetzt ran? Also es ist wirklich interessant, was Blizzard hier gemacht hat und ja, schreibt sie mir gerne mal in die Kommentare. Ihr seid auf jeden Fall informiert. Wenn es weitere Änderungen zu Mercy gibt, dann oder Junkrat oder anderen Helden, erfahrt ihr es von meinem Kanal natürlich als erstes. Und vielen, vielen Dank fürs Einschalten, Freunde.